So, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Mass Effect 1 und unser Hans Shepard ist hier schon in der Angriffsposition. Puff. Und ja, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, eine Mission zu machen, nämlich gehen jetzt hier, Zitadellenwunsch der Reporterin. Frage ist, wo muss ich jetzt hier hin? So, wir müssen ja irgendwo hin, wo ne. So, wir hatten gerade ein paar technische Probleme hier. Koras Nest, wo wird die am besten sein? Die Reporterin. Wollen wir mal Koras Nest gehen? Ich glaube, Koras Nest ist da, glaube ich, ganz gut. Um erstmal zu gucken, bei Koras Nest, da geht doch jeder hin. Oder ist auch ein Händler. Warte, wird die mir jetzt irgendwas angezeigt? Ne, wird's nicht. Oh. Hä, ja, hab ich. Das habe ich beendet, okay. Ah. Ah, okay. Okay, sorry. Hab's gefunden. Haha, ich bin behindert. Ich verstehe das Ding hier gar nicht. Jetzt wird mir was anderes angezeigt. Egal. Wir gehen jetzt zur Zentralverstellung. Also zur Sicherheitsakademie müssen wir jetzt gehen. Wenn wir eigentlich was anderes machen wollten. Ich muss mich erstmal hier einleben in dieses Questmenü. So, also, wo ist schon ein Transitding da? Einmal. Boah, Alter, verpiss dich, Scheißfliege. Präsidium? Ne, was? Nicht Präsidium. Bezirke. Ja? Dorthin. Alter. Verpiss dich! Scheißding, ey. So. Der das ist hier wahrscheinlich das zentrale Ding. Einmal runter, bitte. Ah, es geht hoch. Okay, dann einmal hoch. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Würde ich auch so machen. Wunderschön. Die Hana. Hana. Ob das von Henna dazu kommt? Haha. Geht es hier raus? Wahrscheinlich hier. Weil die stehen da schon so ready. Wir sind ready, ready, ready. What the fuck? Die Normandy. Geil aussieht die dort, ey. Holy shit. So, mit wem soll ich jetzt sprechen? Ich möchte aber nicht mit dich, ich will mit dem. Gut, komm her. Hallöchen. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Das Schiff gehört jetzt ihm. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Ich passe gut auf Sie auf, Sir. What? Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Was für Hinweise haben wir? Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Die Röhre. Wir suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Ferrosystem abbrach, wurden dort Geth gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Ferros und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Die Reaper sind die wahre Gefahr. Da bin ich mit dem Rat einer Meinung, Shepard.
Ich bin mir nicht mal sicher, dass sie existieren. Aber wenn sie es tun, kann die Röhre sie wieder zurückbringen. Sorgen Sie dafür, dass Saren die Röhre nicht bekommt. Und wir verhindern, dass die Reaper zurückkehren. Ich werde ihn aufhalten. Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Welten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Wo gehen wir zuerst hin? Pheros, glaube ich. Oder? Nee, dann sollten wir vielleicht zum Artemis-Tau-Cluster. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Ich werde versuchen, Ihnen die Sache nicht noch schwerer zu machen, Botschafter. Das freut mich, Commander. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Bestellung. Bist du sicher? Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Ich will jetzt fahren. Herr Commander? Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. Ich wollte ihm nur mal kurz noch Tschüss sagen, dass ich jetzt mit seiner unserer Normandy, ist jetzt nämlich meine, oder unsere, dürfen wir jetzt losdüsen. Und betreten. Mann, ihr wart hier, Luft und... Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten. Nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Saren ist irgendwo da draußen. Und wir werden ihn finden. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Eine Kurzansprache. Hier spricht Commander Shepard. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor ihr die Röhre findet. Gänsehaut, Alter. Nur die Menschen können das. Nein, komm hier. Dies ist die wichtigste Mission, die wir alle je erlebt haben. Das Schicksal der gesamten Galaxie hängt davon ab. Boah, Alter. Wir werden Saren aufhalten. Um jeden Preis. Ich bekomme gerade übers Gänsehaut. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir. Geile Stelle jetzt schon. Holy shit. Gänsehaut pur. Also Respekt, Mann, an die Leute, ey. Boah. Das war, glaube ich, nur just the music. Oh, ist das ein... Oh, nice. Oh, da hinten, was ist das? Kann ich da hoch? LOL. Bin jetzt ja der Oberbabo. Karte. What the fuck? Geht weg. So, okay. Rechtsklick, um raus zu zoomen. Warte. Raus zu zoomen, zoomen Sie mit dem Linksklick heran. Okay. Rechtsklick. LOL. Wo wollen wir überhaupt hin? Halt nur, wir wollten... Alter, es ist so geil. Ich überlege gerade, wo wir am besten jetzt hingehen. Nee, wir wollen zuerst zu den... Ja, ich glaube, wir gehen hier zu den Exodus-Clusters. Das haben wir auch vorhin gesagt. Was ist da? Utopia, liebe Freunde. Wir wollten ja... Das war doch das hier, oder? Ja, wir reisen in die System rein. Mopsgeschwindigkeit. Warte, gleich.
Ist halt ein geiles Schiff, nicht? Mopsgeschwindigkeit. Hi, 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 tatai. Space Taxi to the sky. Come on, hi, 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 tatai. Okay. Boa, Terra Nova. Ich will zur Sonne. Was ist das denn? Loki, lol. Der zeigt, wir müssen dahin, dann gehen wir dahin. Easy. Landen. Einmal rauf landen, egal was das ist. Ja, ich würde nur mal sagen, ich nehme jetzt die beiden erstmal mit. Brauche nämlich Tech-Stärke, ja. Ich möchte mit Tech-Stärke rein. Fusionsantriebe. Fusionsantriebe abschalten. Okay, okay. Oh, lol. Hey, irgendwie beschleunigen. Oh, lol. Keine Jumps, ey. Komm her, komm her. Oh. Oh, das Bock, ey. Komm her, willst du Stress oder was, hä? Ja, heftig nicht. Oh, wir kommen immer näher. Wir müssen den Rest jetzt auch noch kurz kaputt machen. Da war noch einer. Bam. Easy. Willst du jetzt aussteigen? Ja, wie läuft das? Hier so rein? Man hat mir hier noch nie so richtig die Steuerung erklärt. F, Escape? Nee, okay. M? N? Nein, nicht zurück zu Normandy. Ah, ein N wie Normandy. B, H, J. Nee, das war auch nicht K. L, U, U, nee, I, ne. T, R, F, Y. Ah, Q. Ha, schön. So was steht eigentlich auch dort nie dran. Ist ja wunderschön, so was. Ist echt atemberaubend. So, Gebäude verlassen, aber wollen wir ja nicht. Für bereit halten. Ist er doch mal restlich, Uldo. Batarianer. Hataka, tschak, tschak. Bam. Wie kann ich mich heilen? Ah, stimmt. Lass die Waren frei. Warte, was habe ich hier für Waffen? Ah, das ist schon eher so meine Bombe. What? Warte, was? Freunde,
Weil sie nicht da. Ich weiß gerade nicht, was da gerade passiert ist. Ich bin gestorben, glaube ich. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann versuchen wir nochmal diese wichtige Mission zu absolvieren. Ja, Freunde, haut rein. Bis dann und auf Wiedersehen. Ciao.